Hallo YouTube, willkommen zu dieser Folge hier. Heute habe ich was ganz Besonderes. Die, die mich kennen, wissen, ich esse gern scharf und da wir jetzt einen schönen Garten haben, habe ich eine kleine Kooperation mit Pepperbird gestartet. Die haben mir ein paar Chili-Pflanzen zur Verfügung gestellt. Ist heute gekommen und das packen wir jetzt mal zusammen aus. So. Schauen wir mal, ob die Pflanzen halt angekommen sind. Ich hoffe es. Chili-Pflanzen brauchen ja besondere Pflege. Und ich bin einfach Anfänger, muss man einfach sagen. Oh, das sieht doch schon mal gut aus hier. Wir starten mit der Carolina Reaper Chili-Pflanze. Ist immer noch die schärfste Chili der Welt nach meinem Stand. Dann hätten wir hier noch 7 Pot Brown. Zweimal Thai Dragon. Die sind super zum Kochen und sowas. Dahinter hätten wir Black Scorpion Chilis Habanero Bolivien. New Max Twilight Bio. Trinidad Scorpion, Pimentos de Patron, Calabria 9 Hot und BKN Chilis. Hi Freunde, mittlerweile sind 4 Tage vergangen. Ich habe die Pflanzen immer noch nicht umgetopft, aber das machen wir jetzt. Pflanzenerde habe ich besorgt. Große Töpfe, damit wir die abends auch reintun können. Und ja, legen wir mal los. Das Wetter spielt mit. Muss man ausnutzen. Ist jetzt ungefähr bis zur Hälfte auf. Tun hier ein bisschen von den Garden Boost rein. Sind scharf, Wall Pellets. Mischen das ein bisschen unter. Aber da fehlt noch gut Erde. Pro Pflanze soll man das hier alles verteilen. Also die 50 Gramm. Dann hat die Chili-Pflanze genug Nährstoffe. Fangen wir mal hier mit der großen an. Ganz leicht andrücken. So, fertig ist die erste Pflanze hier. Die müssen sich jetzt ganz langsam an das UV-Licht, also UV-Licht, an die UV-Strahlen gewöhnen. Deswegen soll man die Tag für Tag so 10-15 Minuten im Schatten draußen lassen und dann das Ganze immer steigern. Sonst kriegen die einen Sonnenbrand und das stoppt ziemlich den Wachstum. Die braucht definitiv ein bisschen Wasser, kriegt sie gleich. Weiter geht's.
kann man doch nicht meckern. Jetzt gieß mal sie gleich. So, Freunde, das ist meine Chili-Ausbeute für dieses Jahr. Nochmal vielen Dank an Pepperworld für die coole Kooperation. Falls ihr dieses Jahr noch Chili-Pflanzen oder Tomatenpflanzen haben möchtet, den Link dazu habe ich euch in der Beschreibung hinzugefügt. Schaut gerne mal vorbei. Ich bin ja Neuling und hol mir den einen oder anderen Tipp noch auf jeden Fall ab. Im Facebook gibt es eine coole Gruppe von Pepperworld. Da sind alle echt voll nett, muss ich sagen. Und falls jemand zuguckt, ich nehme jeden Tipp gerne an. Schön mit den Geräuschen im Hintergrund. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch gut. Verpasst keine Updates. Lasst gerne ein Abo da. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Damit unterstützt ihr mich. Und bleibt auf jeden Fall dran. Ich werde immer wieder mal Updates zu den Pflanzen hochladen. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.